Herzlich willkommen zur Commandos 2 HD Remaster Edition hier bei Mr. Metalizer. Wir legen direkt los. Sommer 1940. Deutsche Truppen überrennen mit ihrer Blitzkriegsstrategie das europäische Festland. Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Frankreich, Holland. Innerhalb nur weniger Monate unterliegen diese Länder dem brutalen Vormarsch der deutschen Wehrmacht. Der Rest der alliierten Truppen wird bei Dünkirchen ins Meer getrieben und zum Rückzug gezwungen. Über englischen Städten kreisen täglich deutsche Bomber und werfen ihre tödliche Last auf die Millionenstädte. Während die Wehrmacht fieberhaft eine Invasion Englands vorbereitet, sucht das alliierte Oberkommando nach einer Lösung seiner strukturellen Probleme. Um den Verlauf des Krieges noch zu ändern, ist ein schnelles Umdenken dringend erforderlich. Ein waghalsiger Plan wird genehmigt. Eine Sondereinheit aus Elitekämpfern soll die Flexibilität und Schlagkraft der alliierten Truppen erhöhen. Nahkampfexperten, Sprengstoffspezialisten und Techniker werden gezielt angeworben und in geheimen Trainingslagern auf ihren Einsatz hinter den feindlichen Linien vorbereitet. Das alliierte Oberkommando sucht nach Männern, die selbst in den ausweglosesten Situationen Initiative zeigen, sich jeder Umgebung anpassen und jede bedrohliche Situation meistern. Ihre Aufgabe? Als Speerspitze der alliierten Truppen dringen sie tief in die deutsch besetzten Gebiete vor und bereiten in unmittelbarer Nähe der deutschen Truppen die Gegenoffensive vor, die zum Untergang des Dritten Reiches führen soll. Das alliierte Oberkommando nennt diese Elitekämpfer Kommandos. Und damit herzlich willkommen zu Commandos 2 in der HD Remastered Edition hier beim Sir Metalizer. Ich freue mich. Ich habe vorhin die Mail bekommen, dass Commandos 2 in der HD Master Version jetzt auf Steam verfügbar ist und ich musste zuschlagen. Ich konnte nicht Nein sagen. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen in das Spiel rein. Ich zeige euch ein bisschen was. Und es ist halt ein Spiel meiner Kindheit. Ich habe das Original gespielt und ich bin gespannt, was die HD Remaster Edition so kann. Und natürlich fängt es an mit dem Trainingslager. Wir müssen diesen Grenzposten ausschalten, damit unsere Jungs da durchkommen. Wenn wir den befehlshabenden Offizier ausschalten, wird der Rest keinen Widerstand mehr leisten. Erst müssen wir diese beiden da lautlos ausschalten. Ich kann zu den Kabeln raufklettern und auf die andere Seite hangeln. In der Kiste, da dürfte sich etwas Interessantes finden lassen. Hm. Sobald du die Zange hast, bring sie her, dann schneide ich mich durch den Zaun und deaktiviere die Minen. Okay. Gut. Also der eine hangelt und der andere schaltet aus. Ja. Ah, hier liegen wir, alles klar. Okay, mit bewegen uns. Klicke auf das Augensymbol oben rechts und halte Tabulator gedrückt und Zeiger wird sich zum Fesseln und Knebeln Zeiger verändern. Dann drücke nun linke Maustaste, während du auf einen feindlichen Gegner zeigst und du kannst ihren derzeitigen Sichtbereich sehen. Dein Sichtfeld wird als grüner Kegel dargestellt. Dieser wird rot, sobald ein Soldat auf dich aufmerksam geworden ist. Okay. Ah, okay. Jetzt sehen wir den Sichtbereich. Wir krabbeln mal hier rüber. Feinde betäuben. Verwende deine Pionier, um die Wache neben dir außer Gefecht zu setzen. Drücke Q, um Betäuben auszuwählen und bewege anschließend deinen Mauszeiger über die Wache und drücke linke Maustaste. Sobald die Wache betäubt ist und auf dem Boden liegt, musst du sie schnell fesseln. Ja, das macht Sinn, ne? Halte die Umschalttaste gedrückt und bewege deinen Mauszeiger über die betäubte Wache. Dein Zeiger wird sich zum Fesseln und Knebeln Zeiger verändern. Drücke die jetzt linke Maustaste, um sie zu fesseln und zu knebeln. Okay. Bei einer gefesselten Wache ist es wichtig, dass andere Feinde sie nicht entdecken. Du kannst die Leichen gefallener Feinde in hohem Gras und Pflanzen verstecken oder sie sogar im Meer entsorgen. Sammel die Leiche auf, indem du Umschalttaste gedrückt hältst und mit der linken Maustaste auf den Feind klickst. Um die Leiche fallen zu lassen, drücke einfach rechte Maustaste. Okay. Boah. Informations-Overload erstmal. Sobald dein Feind betäubt ist, kannst du ihn nach Gegenständen durchsuchen. Drücke zuerst W, um ihn zu durchsuchen und bewege dann den Durchsuchenzeiger über den Feind und drücke linke Maustaste. Alles klar. Umschalttaste, linkes? Unterwegs. Oh nein. Ups. Hey, die treten uns. Ich dachte, das war falsch. Neu starten. Ach, Moment. Wir müssen den Pionier verwenden, oder? Kann das sein? Wir haben doch den Pionier eigentlich, oder? Umschalttaste gedrückt und wir die Maus über die betäubte Wache, ja. Ah, Moment. Ja, das ist der Fehler. Wir haben die ganze Zeit die falschen genommen. Okay. Natürlich den Pionier nehmen. Der kann das fesseln. Oh Gott, ja.
Jo, moin Metalizer, ey. Super. Schon im Tutorial gescheitert. Mehrmals gescheitert im Tutorial. So, jetzt ist der nämlich gefesselt. Ging schnell, oder? Und jetzt können wir den aufheben. Zack, jetzt können wir hier rüber gehen. Ins hohe Gras, so hier hinten in die Ecke. Und mit W, mit rechter Maustaste können wir ihn einfach ablegen. Zack. So, jetzt ziehen wir. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht irgendwie zurück oder so. Aber nein. Kinderleicht. Okay. Du legst dich jetzt wieder hin. Ah, er sieht nämlich das hohe Gras hier vorne noch nicht. Sehr gut, da liegen wir auf jeden Fall sicher. Dass er sich nicht wundert, wo sein Kollege ist, ne? Bin schon da. So, Telefonmasten erklimmen. Nur der Dieb und der Green Barrett können Telefonmasten erklimmen und die Telefonleitung verwenden. Diese Leitung kannst du aus einem Fenster heraus erreichen oder indem du einen Mast erklimmst. Dein Kommando ist für den Feind unsichtbar, solange er an der Leitung hängt. Während des Kletterns, kennt man übrigens auch aus Callcenter, da ist man nämlich auch unsichtbar, wenn man in der Leitung hängt und wartet. Während des Kletterns kannst du sehen, dass deine Ausdaueranzeige mit der Zeit abnimmt. Sobald die Ausdaueranzeige bei 0 ankommt, wird dein Kommando auf den Boden fallen und kann eine Verletzung erleiden. Das wollen wir natürlich nicht. In der Zeit. Okay, wir sollen aber hier rüber klettern. Ah, okay, jetzt schwingt er sich auch. Was gibt es noch für Kameraoptionen? So. Oh Gott. Verstanden. Haben wir mal Glück gehabt, dass wir nicht entdeckt wurden. Unterwegs. Also es gibt ja verschiedene Sichtbereiche. Wie wir hier sehen, einmal diesen etwas hellere Grün, was ein bisschen ins Türkis reingeht. Und hier hinten das Dunkelgrün. Und je dichter wir im Türkisen oder in dem Helleren dran sind, desto schlimmer ist es. Oder desto eher werden wir entdeckt, ja. Unter Umständen. So, den Boxen auch nochmal kaputt. Okay. Und mit W können wir ihn durchsuchen, aber der hat jetzt auch nichts dabei, was wir unbedingt haben wollen. Oder was wir uns nehmen können. Wir können zwar hier die Maschinenpistole uns anschauen. Oder auch hier die Ausrüstung, aber die können wir, glaube ich, nicht tragen, ne? Nee. Das ist ein Kürzel U, um die Uniform anzuziehen. Achso, können wir das machen? Nee. Ich drücke U, es passiert aber nichts. Okay, wahrscheinlich können wir ihn erstmal nicht ausziehen. So, hier okay. Gehen wir mal rein und gucken, ob wir die Truhe aufmachen können. Ja. Es gibt Handgranaten. Beziehungsweise Miles Bombe. Handkarte. Tastenkürzel A. Wählen Sie unter dem Begriff Waffen aus. Zum Werfen drücken Sie die linke Maustaste über den gewünschten Ziel. Sie können Handgranaten durch Türen, Falltüren und Fenster werfen. Von innen nach außen und umgekehrt. Der Pionier kümmert sich um die Handgranaten. Eine sehr wirksame Waffe, aber auch laut. Sie erregt fast immer Aufmerksamkeit. Alright. Und ein Bolzenschneider. Mit einem Bolzenschneider schneiden Sie sich durch Maschendrahtzäune und Stacheldraht. Tastenkürzel I. Um den Bolzenschneider zu benutzen, wählen Sie unter dem Begriff Ausrüstung aus und klicken Sie dann auf einen Zaun. Sie können auch die Umstellungstaste gedrückt halten, während Sie den Zaun anklicken. Achtung, einige Zäune stehen eventuell unter Strom. In diesem Fall sollten Sie erst die Stromversorgung ausschalten. Macht Sinn. So, gucken wir mal. Achso, ja, gut. Das haben wir ja schon gemacht. Gut, was sollen wir jetzt? Moment, was war unsere Mission? Was sollen wir jetzt noch machen? Den Stacheldraht durchschneiden und die Minen auf der anderen Seite deaktivieren. Dieser Stacheldraht hier. Okay. Gute Idee. Ja, wir müssen hier dann runter. Ja. Ja. Ich sage, schneiden wir den hier durch. Oh, da unten raucht. Ups. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Mist. Gibt es einen Speicherstand? Nee. Verdammt, dann gehen wir nochmal eben kurz dahin. Machen wir gleich an der Stelle hier weiter. So, wir haben die Kiste jetzt wieder geöffnet. Wir nehmen uns den Bolzenschneider und die Handgranaten mal raus. Wir können sogar hier hoch. Dann gehen wir von nämlich hier hoch und klettern jetzt einfach wieder zurück.
glaube nämlich, dass das eigentlich das Ziel ist. Also wie gesagt, hier oben können wir nicht gesehen werden. Die deutschen Soldaten schauen hier nicht hoch. Gut für uns. Schlecht für den Feind. Und die Ausdaueranzeige ist hier auf der rechten Seite. Aber die hält noch ein bisschen. Ich würde gerade sagen, gut, dass er noch nicht runtergeklettert ist. Einen kleinen Moment müssen wir nämlich noch warten. Genau, bis nämlich der Soldat nämlich hier rüber geht. Und jetzt können wir runter. Verstanden. So, und jetzt müssen wir mal in die Mission reingucken. Den Stachel da durchschneiden und die Minen auf der anderen Seite deaktivieren. Okay, das heißt also, wir schneiden den Stacheldraht hier durch. Das war I. Dafür bin ich wie geschaffen. Und hoffen, dass wir diesmal nicht in die Luft fliegen. Sieht aber gut aus. Jetzt müssen wir hier unseren Pionier auswählen. Den jetzt hier rüber robben lassen. Okay. Weil der kann nämlich hier nicht hoch an den. Oh. Ja. Oh. Gute Wahl, Colonel. Ah ja. Okay, er hat uns zum Glück nicht gesehen. Aber der wird sich gleich umdrehen, oder? Ja! Nein! Oh Gott, da darf er nicht hintreten. Oh, ey. Ja, dann machen wir das Ganze doch nochmal. Wir müssen so schwer sein. Gut, mittlerweile habe ich auch die Schnellspeicherfunktion gefunden. Die ganze findet sich unter STRG und S für Schnellspeichern und STRGL für Schnellladen. Also, da kann jetzt schon mal nichts mehr schief gehen. Okay. Bin durch immer wieder mal kurz schnell gespeichert und so. Okay. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Minen entschärft bekommen hier. Okay. Ging schnell, oder? Oh, hoffentlich sieht er uns hier nicht. Deutsche Soldat da hinten. Ne, sieht uns nicht. Bin unterwegs. Sehr gut. Hoffen wir, dass wir die Mine jetzt hier auch finden. Ja, Sir. Oh ja, okay. Dann schärfen wir die doch mal kurz. Geschafft. Ich sagen, die eine ist entschärft. Dann müssen wir uns gleich wieder zurückziehen hier. Oder liegen noch mehr Minen rum, okay. Kein Problem. Okay, was wir jetzt auch noch machen, ist ihn hier hinten mal auszunocken. Ach, natürlich, ich wollte gerade sagen, jetzt steht er gerade wieder auf, ne? Wo wir uns ihm kümmern wollen, steht er auf. Aber mal hier. Und dann fesseln wir ihn. Ging schnell, oder? Und natürlich. Ah, nee, aufheben wollen wir nicht. Stopp. Erledigt. Wir wollen ihn durchsuchen. Kein Problem. So, der hat nämlich eine Uniform dabei. Die ich eigentlich gerne haben würde. Ich hoffe, dass wir sie jetzt anziehen können. Gucken wir mal eben. Jetzt müssen wir eine deutsche Wehrmachtsuniform anhaben. Ja. Es dürfte uns, also theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, okay, müssten wir jetzt einfach nach den Minen suchen können. Das ist es. Also theoretisch, das ist es, dürften wir uns das anschauen und sagen, ja, okay, ist halt einer unserer, kein Problem, unserer Leute. Aber hier lagen doch auch noch Minen, das oder? Ist es. Ah, hier ist eine. Dann schärfen wir die mal kurz. Geschafft. Kein Problem. Und hier ist auch noch eine. Den schärfen wir auch gleich mal direkt mit. Geschafft. So, und er müsste uns. Hier ist auch noch eine. Ich guck mal eben. Also, kämpfen Sie gegen die Gruppe der Offiziere. Das sind die hier oben, also die da oben, glaube ich, zu sehen sind. Die
Gegen die müssen wir jetzt kämpfen, gegen die hier. Ich würde sagen, das schmeißt einfach eine Handgranate rein, oder? Sollte nicht das große Problem sein, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen uns um ihn hier noch kümmern. Und er darf hier mal seinen... Auftrag erledigt. Okay, das ist unsere Pistole. Die wollte ich jetzt auch nicht abfeuern, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Bin unterwegs. Geschafft. Die Mine entschärfen wir sich jetzt selber auch nochmal. Geschafft. Gut. Also, wir nehmen jetzt ihn hier. Ja. Oh, 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 oh. Oh nein. Ah ja. Okay, ist wahrscheinlich doch ein bisschen auffällig, wenn wir direkt mit dem Gesicht ihm anschauen. Ich glaube. Ja. So, jetzt schleichen wir hier kurz rum. Kinderleicht. Was ist denn sein Sichtbereich hier? Ah. Ja. Ah ja. Das ist es. Warum schießen die jetzt auf uns? Ja. Shit. Dafür bin ich ausgebildet. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Und noch die andere Uniform an, vielleicht. Oder die. Hä? Moment. Wir hatten doch ihm die Uniform ausgezogen. Warum haben wir die jetzt nicht mehr? Hier, interessant. Gute Wahl, Karne. Kinderleicht. Ja. Okay. Okay, ich würde sagen, wir schalten ihn hier erstmal aus, der hier arbeitet. Jagen wir hoch. Weil er hier wird gleich Pause machen. Also er wird jetzt hier gleich Pause machen, das heißt, wir können in der Zeit können wir ihn hier ausschalten. Oh nein, er dreht sich um, oder? Ging schnell, oder? Oh Gott, jetzt aber schnell hier. Oh, das war knapp. Dafür bin ich ausgebildet. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Das ist ja am Ende das, was zählt. Ne? No risk, no fun. So, wir versuchen jetzt hier reinzuschleichen. Und haben wir die Granate nicht? Wir haben noch eine Granate mitgenommen, oder nicht? Wir haben noch... Doch. Die würde ich jetzt gleich gerne... Würde ich jetzt gleich gerne benutzen. Ja, okay, die Gruppe der Offiziere haben wir. Schaffen Sie sich den Inhalt der Holzkiste. What? Ach, die hier. Die Holzkiste wahrscheinlich. Alles da. Bin auf dem Weg. Hm. First Aid. Nice. Ja. Können wir hier rein? Nee, ne? Aber ich glaube, hier sieht er uns nicht mehr. So. Jetzt ist die Frage. Junge, du sollst dich da ein bisschen... Unterwegs. Okay, er sieht uns da nicht mehr. Aber wo sind unsere Granaten? Ein kniffliger Job? Weil er hat die Granaten auch nicht. Jagen wir hoch. Sind die hier oben noch in der Kiste? Nicht im Ernst, oder? Ja. Okay, dann schauen wir mal in die Kiste nochmal rein, weil ich bin mir eigentlich... Ich meine, wir haben sie doch gerade im Inventar gesehen, oder? Vielleicht checkt das Tutorial in dem Moment aber auch gerade noch nicht, dass wir die Granaten eigentlich schon haben. Wir schauen einfach mal. So, hier bitte einmal runter. Verstanden.
In der Kiste ist nichts drin. Wir nehmen die Granaten hier aber nochmal raus. So. Und jetzt haben wir die Granaten immer noch nicht. Ja. Okay. Tastenkürzel A. Gut, es passiert aber gerade auch nichts, wenn ich A drücke. Wie soll ich jetzt die Gruppe von Offizieren hier ausschalten, wenn ich die Granaten nicht werfen kann? Das ist halt... Ich werfe nie das Handtuch. Ja, nee, ich werfe auch nicht das Handtuch, Junge, aber... Was soll ich denn machen? Also, das würde ich halt ganz gerne machen. Ich verstehe halt gerade nicht, was die Aufgabe sein soll. Also, wir haben die Granaten, aber wie können wir sie verwenden jetzt? Das ist die... Die wichtige, entscheidende Frage an der Stelle. Nein, du sollst runter, Junge. Runter, runter. Ja. Ja. In der Zeit. So. Wir müssen ja auch irgendwie das Inventar ja noch aufmachen können. Mit I vielleicht. Guck mal die Option mal kurz rein. Es ist ja... Also als Kind habe ich das, glaube ich, besser hingekriegt. Oder als Jugendlicher, besser gesagt. Wartung, die Performance, sie wird Nahrung, Erste Hilfe, Fern, das Tauchen. Deckung kniend, eh, okay, ja. Whisky auslassen. Hm. Schlagen, Zeitbombe, Fernsehbombe, Granate A. Warum hat denn... Ach nee, sei nicht, wir müssen mit dem Pionier hier rüber. Okay, also allen Anschein nach muss der Pionier die Granaten werfen. Der Dieb kann wohl keine Granaten werfen. Geschafft. Okay. Wenn er sich gleich umdreht... Geschafft. Wenn er sich gleich umdreht, dann hauen wir ihn kaputt. Erledigt. Okay. Und du schießt aber schnell, Junge. Okay, also. Auftrag erledigt. Okay. Ja, da ist ein Mast zwischen uns. Du kannst uns nicht sehen. Okay, er hat uns gesehen. Auftrag erledigt. Okay. Okay. So, jetzt steht er hier. Das hier können wir auch kaputt boxen. Kein Problem. So. Können wir nicht ganz in Ruhe die Offiziere gleich ausschalten? Wir fesseln ihn erstmal. Ging schnell, oder? Okay. Das sollte jetzt eigentlich geklappt haben. Okay. Gut. Ja. Haben wir denn Granaten dabei? Wir nehmen uns aber die Granaten, würde ich sagen. Ah. Und jetzt können wir nämlich auch Granaten werfen. Zack. Geschafft. Kein Problem. Ja! Ich würde sagen, die Mission ist, ja. Geschafft. Ha! Einsatz abgeschlossen. Das war aber auch, das war eine schwere Geburt. Also für die, die jetzt dran geblieben sind, vielen Dank. das war der erste Teil von Kommandos und zwar das Trainingslager Teil 1. Die richtig schwierigen Sachen kommen jetzt erst noch. Also ihr dürft euch freuen. Wenn euch Kommandos 2 gefällt und ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Bei Fragen schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das war der erste Teil von Commandos 2 in der HD Remastered Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links findet ihr das letzte Video, was hochgeladen wurde. Und auf der rechten Seite sagt der YouTube-Algorithmus euch, was euch so empfohlen wird. Schaut gerne rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.